Fakten. Hallo, wir sind die Borg. Sie werden jetzt assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Das haben ganz andere schon probiert. Gegen ihren Willen bekommen sie jetzt diese Pillen. Sie werden jetzt kollektiviert. Und dieser Chip wird ihnen implantiert. Gott selber verkatert. Er wusste nicht, was hier gerade lief. Er verstand nur was von Nazi und von Kollektiv. Pillen von der Klasse und Implantate auch. Er dachte sich, das ist genau das, was ich brauch. Sie stiegen ein und hoben ab. Doch das UFO machte schlapp. In völlig falsche Breiten gerade stürzten sie dann ab. Und wie das Schicksal dann so wollte, war dann Gipfel von G8. Da waren alle versammelt, von George Bush bis Jacques Chirac. Abgesehen von Kotze ist ja klar, was jetzt passiert. Die Führungsschicht der Menschheit von dem Borg assimiliert. Das Elend dieser Erde, Gesetze und Verträge, humanoider Fortbestand, was von Aliens geplant. Doch das Kollektiv sank tief, denn unter ihnen war jetzt Punk. Den falschen Typ kollektiviert und sich mit Kotze infiziert. Statt Größenwahn und Zank wollen sie gratis Bier aus Schank. Und statt im nächsten Krieg machen sie lieber Punkmusik.